Hey, meine Rabauken, wir haben schon mal in einer Episode uns Blocklinge gefangen. Das sind Haustiere, die ein Block sind, also Blockhaustiere quasi. Damit meine ich nicht die Kuh zum Beispiel, die da hinten ist, sondern finden wir jetzt auf die schnelle Welle, finden wir zufällig einen? So, ich bin in der letzten Folge 10-mal an welchem vorbeigerannt. Ach, mit dabei ist übrigens Elinski. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. So, in der heutigen Episode machen wir aber kein 1 gegen 1 Battle wie beim letzten Mal, sondern wir spielen zusammen, machen uns eine Armee mit... Die wirklich, wir machen die maximal stark und versuchen damit, alle Minecraft-Mobs zu besiegen. Zum Beispiel einen Eisengolem werden wir versuchen. Wir werden versuchen, Wither-Skelette, Blaze. Wir werden am Ende natürlich auch den Enderdrachen probieren. Wir müssen mal gucken, ob wir die darauf trainieren können, auch Distanz zu shooten. Ne? Sniper Rifle, das probieren wir. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, wie stark man die kriegt am Ende. Das weiß ich nämlich selbst nicht. Ich bin gespannt, ob da so ein Haustier einen Enderdrachen besiegen kann, wenn der maximal ist. Das müssen wir in Erfahrung bringen. Ja, wir testen das. Wir testen das. Also ich glaube, so Monster testen, wie Creeper, testen. Skelett, Zombie, das ist gar kein Problem. Ne? Ich glaube, selbst wenn die Rüstung haben, gar kein Problem. Aber okay, hast du schon einen gefunden? Wir brauchen Blumen. Hier sind aber Blumen. Wir brauchen Blumen, um die zu zählen, weißt du noch? Ja, I know. Ich würde sagen, wir nehmen aber nur einen. Also du nimmst einen und ich nehme einen. Und dann konzentrieren wir uns nur auf den. Okay, ich werde mich so um Essen kümmern. Genau. Ich werde mich in der Zwischenzeit darum kümmern, dass alle hier mal aber jetzt mal kräftig ein Like abgeben. Ja. Das ist meine Mission, Alter. Oh, ich hab einen. Sag bitte, die Blumen reichen. Scheiße. Hat nicht gereicht. Nee. Aber warte, ja. Ich hab hier noch mehr. Gelbe. Stimmt, man braucht irgendwie im Schnitt irgendwie 13 oder so. Echt? So viel auf jeden Fall. Ich hab 8. Zombie-Spawner, können wir den direkt leveln? Creeper, hau mal ab, mein Guter. Nice, ich hab meinen, siehst du? Ich nicht. Was ist los? Ja, der hat eine Explosion abbekommen, so ein bisschen. So, okay, mein Guter, ich mach dir ein Schwert. Wir machen direkt... So, er hat ein Schwert. Und er macht, Idle Guard. Beschütz mich, mein Guter. Los, beschütz mich. Er greift an, aber im Wasser. Er checkt's nicht im Wasser. Jetzt, jawohl, jawohl. 2, komm, weiter. Mein Gott, also Level 1 sind die ja wirklich komplett scheiße. Level 1 sind sie so. Komm aus dem Wasser raus, mein Guter. Ja, warte, wir müssen nicht idle, sondern. Oh, müssen nicht idle, sondern follow, ne? Oh, ich brauche einfach ein bisschen Kohle, bitte, ein bisschen Kohle. Ich kill ihn jetzt selbst, Alter, der checkt ja nichts. Hier ist der Nächste. Kill ihn auch mal, los. Jawohl! Wir spielen so dummer Junge mit ihm. Nice, Alter, hast du gut gemacht, Blockling. So, komm raus. Du musst schnell, du musst auch rennen. Wir haben Nacht, wir können die erste... Ah, da ist er. Okay, sehr schön. Bitte. Nice. Perfekte Ausrüstung, wir gehen. So, wir machen jetzt unseren Blockheimer zu einem Diamantheimer und geben ihm direkt auch ein Diaschwert. So. Schwert, buff. Wo bist du, mein Guter? Das ist meiner? Blockling. Ja, wir geben den erstmal einen Namen. Diaheimer nennen wir den. So, der bekommt jetzt als Waffe das Diaschwert. Perfekt. Und wir machen jetzt als Ausrüstung... Ah, okay, das geht auf jeden Fall nicht. Vielleicht brauchen wir einen Dia-Block. Das wird wahrscheinlich... Hast du noch mehr Dias? Nee, das waren alle. Okay, wir brauchen wahrscheinlich einen Dia-Block. Dann nur noch ein bisschen farmen. Brauchst du Essen? Da. Danke. Brauche ich zwar nicht, aber danke. Gut, dann lass eine Höhle suchen und nebenbei hier noch ein bisschen den stärken. Komm, greif an. Oh nein, ich habe eingestellt, dass er doch da ist. Der ist noch ein bisschen lahm, Alter, ne? Am Anfang, der muss ein bisschen schneller werden. Oh, Two-Hit gegen eine Spinne. Meiner geht ab. Bumm. Meiner staubt ab. Oh Gott, ich bin fast tot. Oh nein, Creeper sind... Die explodieren bei dir nicht. Okay, gut. Ja, okay, dann... Oh. Komm, wir gehen zu zweit darauf. Creeper sind wirklich kritisch, Alter. Oh. Alter, liegt hier viel Essen. Oh, da ist noch einer hinter dir. Pass auf. Wir können ihn halt auch auf... Das wäre vielleicht das Geilere. Pass auf. Nein, ich habe dir mein Schwert gegeben. Lol. Gib mein Steinschwert wieder. Doppel. Oh, das ist noch. Wir können den ja einstellen auf Hand. Ich glaube, das ist cleverer. Jetzt greift er nämlich an. Das sind die restlichen Dias, die wir brauchen. Hehe. So müssen wir uns aber, weil wir die nicht abbauen können und Elina ist gerade nicht da, um zu helfen,
Machen wir kurz ein bisschen. Vielleicht machen wir uns auch noch eine Ausrüstung. Lapis. Brauchen wir Lapis? Ja, um das Dia-Schwert zu verzaubern. Safe. Ah, ja. Können wir ihn noch stärker machen. Vielleicht sogar Dia-Schärfe 2 oder so. Meiner erwischt dieses Schwein nicht. Der ist einfach zu doof dafür gerade. Ja, ich glaube, die können ja richtig viele Combat-Fähigkeiten dann auch noch lernen. Damit sind die natürlich noch viel heftiger. So. Zwei Eisen. Komm, das dritte schaffst du noch. Jawohl. Puff. Puff. Ah, die werden gar nicht reichen, die hast, wenn ich Pech hab. Ah, zwei. Mann, nur zwei alt. Oh nein. Zum Glück noch weiter gegraben. Drei, vier. Jetzt können wir uns auf jeden Fall einen Block machen. Bin gespannt, ob das mit einem Block hinhaut. So, mein Guter. Nein, Mann, immer gebe ich dem aus Versehen. Spitz. Oh, so. Was ist? Es klappt, es klappt. Verwandelt er sich? Der Dia-Block ist weg, aber er ist immer noch ein Airtimer. Was soll das? Hätte er sich nicht verwandeln können? Backt das hier wieder? Oder dauert das ein bisschen? Ey, mein Guter! Wo ist mein Dia-Block jetzt? Wieso hast du ihn nicht verwandelt? Er hat sich verwandelt! Er ist ein Smaragd-Timer geworden. Das ist ja abnormal verbuggt, Alter. Nein. Er ist doch aber gut. Oh nein, ist deiner schon wieder gestorben? Ja, dem Creeper. No! Ich habe aber eine Idee, Lina. Wäre es nicht klug, den farmen zu lassen und so das Level zu steigern? Weil was halt super wichtig ist, ist folgendes, pass auf. Super wichtig ist die Fähigkeit mit... Ah, hier, Blocking can be healed using flowers. Weißt du, ein Skillpunkt. Oder... Heilt 1 aller 10 Sekunden. Combat Level 5. Du musst Combat Level 5 erreichen, ohne dass die sterben. Okay, ich versuch's. War schon ziemlich weit. Du musst es an Schafen und so farmen. Aber warte mal, aber wie ist denn jetzt... Ja, du kannst ja aber natürlich auch an einen anderen Plan gehen, das, was ich gerade erzählt habe. Und zwar bei General. Da brauchst du einfach nur einen Skillpunkt. Das heißt, du musst irgendwas auf 5 kriegen. Also auch Mining oder so. Dann kannst du einstellen, dass du den mit Blumen heilen kannst. Ja, ja, ich mache hier gerade. Einfach in der Mine, Spitzhacke geben, Abfahrt. Ja, ja, wir sind schon dabei. Ich bin Blockling. Blockling ist schon Level 4. Wie haben sich eigentlich die Werte jetzt von ihm verändert? Sag mal deine Werte. Meine Werte? Ja. Also rechts die Werte. Achso, 10... 3, 10 18. von 10? Ja. Oha, Alter, Smaragd hat doppelte AP. Ich hab 10 von 20. Lol. Okay, weiter. Damage? Damage hat er 3. 3? Mit Dia-Schwert? Nee, der hat gerade kein Dia-Schwert in der Hand. Okay, warte, ich zieh ihm Dia-Schwert aus. Wie viel hat er jetzt? 7 hat meiner. Oha. Oha, das ist ja mega die Steige. Okay, weiter. Und Attack-Intervall? 18. Ja, okay, das hängt mit dem Level zusammen. Und Movement-Speed? Movement Speed liegt bei... Warte, 20. Ja, meiner ist ein bisschen schneller und hat doppelten Damage. Also, du musst unbedingt Smaragd, also Diamant-Smaragd-Update machen. Es gibt aber auch... Versuch mal Obsidian-Update. Ich glaube, das ist das Heftigste für PvP. Da musst du einfach Obsidian-Block oben reintun. Da hatte ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock. Aber du könntest es ja probieren. Ich glaube, dann kriegt der Mega-Defense, weißt du? Und da deiner am Sekundenintervall stirbt, kann das ja nicht so verkehrt sein. Jetzt kannst du zeigen, was du drauf hast. Gegen 3 Skelette, Alter. 4. Oha, der fetzt die übelst weg. Oha, hey, der killt ein Skelett. One-Hit jetzt schon. Ich habe 39 Fleisch. Ach, heilige Güte. Lagerfeuer gibt's hier leider auch noch nicht. Wir müssen oldschool so arbeiten. Haben wir hier irgendwo Kohle zufällig? Hast du Damage kassiert? Eieiei, 6 Herzen nur noch. Und er braucht noch 8 oder 18 XP, damit er sich selbst heilen kann. Oh, Idina, der darf jetzt nicht sterben. Du kämpfst jetzt schön gegen Tiere, die sich nicht wehren. Na gut, ne? Gegen Spanier zum Beispiel. In der Zwischenzeit werde ich mich um Holz kümmern. Der killt die alle One-Hit, ne? Ich habe ja gar keine Zeit zwischendurch hier Holz zu farmen. Kann der mit 2 Waffen auch arbeiten? Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Hallo, ich glaube schon. Ohne Witz, schlägt er dann doppelt zu? Der schlägt doppelt zu. Wow, Alter, echt jetzt? Ja, ich habe ihm eine Dia und eine Eisendingsmus gegeben. Aber der ist halt lahm, Mann, ne? Der muss echt mal schneller werden hier, der Heimer. Gained a skill point. Du kriegst jetzt aber direkt mal dieses Selbstheilen. Bye. So, du heilst dich jetzt selbst, okay, mein Guter. Nice, nice, nice. So.
Aber die Sache ist, wenn ich jetzt... Ich kriege ja dann Skill Point. Aber Danny, das wird ja voraussetzen. Combat Level 10. Combat Level 20. Okay, als nächstes müssen wir uns die Heilung kaufen. Oder das hier. 5% Chance, keinen Damage zu... Was ist die heftigste Fähigkeit? Triple Damage von hinten. Higher Damage, je niedriger die HP. 20% Chance. Okay, das sind... Und was hat er hier bei Ability ganz normal? Blockling verliert nichts bei Tod. Okay. Oh, das ist auch nice. Ein Glowing-Effekt um den Heimer, damit man den immer sieht. Alright. Und dann kriegst du jetzt erstmal von mir noch ein zweites Dia-Schwert. Wenn ich dir jetzt das zweite Schwert gebe. Ja, dann hast du zwei Schwerter. Okay. Jetzt habe ich aber keins. Scheiße. Ich mache mir zumindest mal ein Eisenschwert. Ich habe ja nur ein Steinschwert. Ich verlasse mich zwar sehr auf meinen Blockheimer. Diaheimer meine ich. Aber so ein bisschen Selbstverteidigung schadet ja eigentlich nicht. Gibt es in der Version schon das Schild? Welche Version sind wir? 1.12, nee. Nee. Ah doch, gibt's schon. Echt? Achso, ja. Kann man dem auch ein Schild geben? I don't know, Mann. So, jetzt kann ich auch ein Eisenschwert machen, perfekt. So, jetzt sind wir gut dabei. Genug Essen haben wir jetzt auch. Das machen wir auf die 4, das auf die 3. Wie viel Combat hat er? Wie sieht's aus? Nein. Mann, immer, das ist echt ein bisschen nervig, dass man den dort aus diesen Sachen in die Hand gibt. 5, ja. 3 von 18, okay. Meiner hat 22 Herzen und 16 Damage. Überleg mal, 16 Damage, wie viel das ist. Meiner hat jetzt 12 Herzen. 12? Das ist ja voll wenig. Ah, deiner und? Ist auch noch Gras, ne? Ja. Da musst du mal umwandeln. Okay, als nächstes würde ich sagen Verzauberungstisch. Da machen wir die Waffen nochmal stärker. Lass das am besten zusammen machen. Oha, voll der Dia-Overload hier. Deiner Doppelspitzhacke. Oh Mann. Okay. So, wir haben Verzauberungstisch. Wir nehmen ihm beide Schwerter ab. Und Schärfe. Jawohl. Schwungkraft, Alter. Schärfe. Jawohl. Brauchst du Lapis? Nee. Ah, dann ist jetzt ein Eisenblock. Ja, fand ich irgendwie cool. Lass gleich mal Werte vergleichen. Hat der jetzt noch mehr Damage? 16 Damage. Wie viel hatte er davor? Hat er vorhin nicht auch schon 16? Alter, dieses verzauberte Schwert, ey. Wie viel Damage hat deiner jetzt? Warte, ich gucke gleich. Ich bin hier gerade nur am Verzaubern. Meiner hat sage und schreibe 12. Sehe nicht schlecht. Wie viele Herzen? Hat er 19. Wie heile ich den? Ich verstehe es nicht. Und du kannst ihn nicht heilen, das ist eine Fähigkeit. Du musst ihm die geben, dass du ihn heilen kannst. Hab ich ja, aber wo? Wo ist die Fähigkeit? Ah, hier. Hab sie. Ja, wie der ist. Okay, Mann, der dreht sich hier fett. Alright. So, wir haben hier 20 Zombies. Das sollte ja eigentlich für unsere Blocklinge ein easy Start werden, ne? Bin gespannt. Let's go. Blockling, wie sieht's aus? Hast keinen Bock? Hat keinen Bock. Diaheimer? Diaheimer, meiner, ist los. Meiner geht ab. Ja, aber wieso macht meiner nichts? Ui, meiner. Zeig da ein. Der ist ja völlig lost. Aber meiner ist ja noch loster. Was macht der? Komm, hilf mir. Ah, ich hab ihn sitzen. Ich hab gesagt, er soll sitzen. Alter, jetzt geht er ab. Die ersten zwei gefetzt. Let's go, hier komm. Die nächsten. Den jetzt auch. Den nächsten, sehr schön. Und jetzt hier die Masse, Alter. Let's go. Ja, okay, die sind halt wirklich... Ich habe ihn selber geschlagen, upsi. Zack, let's go, komm. Ja, aber deiner checkt auch nicht so richtig, was er machen muss, ne? Nee, ich glaube, ich habe ihn falsch eingestellt. Ich glaube, der ist noch auf Min. Aber ich komme nicht an ihn ran. Komm, Blockling, sei schneller als die Zombies. Alter, meiner fetzt die alle weg. Der ist halt lahm, Alter. Der rennt so richtig sinnlos hinterher manchmal. Ja, meiner ist noch auf Min. So, und nice. Jetzt? Jetzt das Skelett, komm. Skillpoint direkt. Deiner oder meiner? Ne, deiner ist safe. Keine Ahnung. Oder? Warte, ich check mal. Komm. Nimm mal. Oh, ich hab ihn nicht gefüttert. Das ging leider nicht. Ne, deiner bitte. Hat einen Skillpoint. Alter, der hat Combat jetzt schon 8. Attack-Intervall 8. Ja, die haben natürlich mega leicht weggefetzt. Okay. Ja, bei mir hat der auch 8.
Ja, dann ist doch nice. Dann lasst jetzt nochmal einen heftigeren Kampf probieren. Round 2. Wir haben 20 Witherskelette. Das war meiner. 20 Witherskelette. Bin gespannt. Bist du ready, Alter, mein Blockheimer? Okay, let's go. Die sind schnell. Nein, die sind schneller als mein Blockling. Oh, er hat einen gefetzt. Zwei sogar, oder? Alter, der killt die One-Hit? Wow, was ist das für ein Fetzer, Alter? Der killt die One-Hit. Haben die irgendwas Geiles gedroppt? Meiner geht jetzt auch in den Ring. Nice, Alter. Los, komm, go. Er ist halt ein bisschen... Ach, guck mal. Er ist 1000 IQ-Move. Er geht einfach vom Oh, scheiße. Er ist halt ein bisschen lahm, leider, ne? Meiner zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei deinem ist. Meiner ist Einstein. Okay, er ist tot. Aber er war Einstein. Er ist tot? Ja, oh, Diaheimer hat einen Skillpoint. Geile Meile, Digga. Nice. Wie hoch hat denn der seinen Wert jetzt, bitte? Muss ja krass sein. 10, Alter. Ja, moin. Okay. Aber trotzdem Attack-Intervall 8, hä? So, wir können jetzt beibringen, entweder 5% kein Damage zu kriegen oder Heil 2 aller 10 Sekunden. Ich glaube tatsächlich, wir nehmen das Heilen. Oder wir können nehmen, dass wir ihn heilen können mit Flowers oder dass er so eine Markierung hat. Aber wir wissen ja eh, wo der ist. Na, dann halt hier diese... Oh, ach, Mining Speed. Ja, Eile ist ja aber nicht... Na, komm, wir nehmen hier. Heilen alle 2 Sekunden. Buy-Ability. Jawohl. So. Okay, das war... Oh Gott, die sind ja alle im Wasser hier noch, Elina. Was hat denn dein D-Eimer gemacht? Nee, das war ich. Ich hab die doch eingeloggt. Ich wollte mit denen so eine kleine Poolparty machen. Wieso blocken die immer? Was ist los mit denen? Oh Gott, der Eimer springt rein wie ein Berserker. Was ist mit ihm los, Alter? Hier liegen die Dia-Schwerter von dem Typen. Okay, dritte Runde. Könnte aber jetzt meiner verlieren. Ich gehe sogar sehr sicher davon aus, dass er verliert. Weil wir haben halt jetzt das Problem, dass die Bosse... Ich weiß nicht, wir können auf jeden Fall den Wächterboss probieren. Elder Guardian. Den können wir probieren. Weil der fliegt ja nicht, weißt du? Weil natürlich ein Enderdrache kann unser jetzt leider nicht angreifen. Weil wir können ihn nicht mit einem Bogen ausrüsten. Das ist halt der springende Punkt, der leider nicht geht. Das Final Battle gegen den Elder Guardian Boss. Das ist der Boss, den er in Wasser... Alter, der ist OP, ne? Na, Blocky, greif doch mal an, Alter. Kann er den überhaupt hitten? Weil der ist ja auch so ein bisschen fliegend, weißt du? So, jetzt. Greif da an. Jawohl, 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 das geht, oder? Oha, Alter, hat er den gefetzt. Ah, ich bin gleich tot. Oh nein! Der Elder Guardian wurde besiegt. Aber dein Blocky... Achso, der ist hinter dir. Ich dachte, ob die den gefetzt haben. Ja? Die haben den Elder Guardian besiegt. Ich hab's zwar nicht live gesehen, weil ich gestorben bin, aber... Aber die haben den gefetzt. Nice, Alter. Hey, jetzt Battle zwischen unseren, jetzt oder was? Battle, jetzt okay, dann Elina, stopp, nicht die zwischen uns. Die können sich eh nicht angreifen. Natürlich können sie das, bist du doof? Nein, können die nicht. Ach nee, aber der... Ups, jetzt habe ich ihn selber abgeschossen. Ich habe nicht mal Rüstung, Elina. Ja, ich habe noch nicht mal ein Schwert. Komm her. Moin, moin, ich bin's. Awesome Elina. Ach, gefetzt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Diaheimer Action sehen wollt. Abonniert den Kanal auch kostenlos, um mich zu unterstützen. Das wäre sehr nice. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Tschüss. Ciao.